Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GeoGuessr. Heute hier mit der dritten Folge. Beim letzten Mal habe ich mich ein bisschen betrogen gefühlt mit der letzten Auswahl. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut da gerne nochmal vorbei. Heute machen wir wieder hier Challenge Mode. 3 Minuten Zeit. Ich invite Friends. Mal gucken, ob irgendwer mitmacht. Ich poste euch das Ganze natürlich wieder in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr da auch gerne mitmachen. Ansonsten könnt ihr den Link auch theoretisch hier jetzt einfach abtippen. Aber ich glaube, die Videobeschreibung wäre einfacher. Und ich bin gespannt, ob irgendjemand mich schlagen kann. Wahrscheinlich schon, weil ich bin echt noch nicht so gut. Aber es macht mir sehr viel Spaß, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Wo sind wir denn hier? Es gibt auf jeden Fall Mülltonnen. Das grenzt ja schon mal viel ein. Chemin de la Croix. Hört sich erstmal französisch an. Recherche. Avondré. Ja, Punkt FR auf jeden Fall schon mal. Das heißt, wir sind sogar in Frankreich. Was ja bei Französisch noch nicht unbedingt gesagt ist. Wäre ja auch Belgien möglich oder Kanada. Oder Französisch Guinea. Weiß nicht, ob die in GeoGuessr sind. So, das heißt, wir müssen jetzt möglichst schnell mal eine Stadt finden, denn Frankreich ist jetzt auch nicht gerade das kleinste Land, aber immerhin bekommen wir schon mal ein paar Punkte. Bei Müll entsteht auch immer gerne was. Papier? Heißt das auf Französisch auch Papier mit IER? Oder können wir da schon irgendwie was rausziehen und wissen, ah, wir sind hier in der Nähe von Luxemburg? Das sieht überhaupt nicht wie Luxemburg aus hier. Das sieht irgendwie fast eher wie Toskana aus, was ja Italien wäre. Dann würde ich auf jeden Fall da mal in Richtung, also auf jeden Fall Südfrankreich hier. Richtung Monaco vielleicht da irgendwo. Viel Wein. Können wir mal zu einer vernünftigen Straße kommen? Jetzt ist auch einmal Winter. Jetzt ist wieder Sommer. Immer schön, wenn man auf eine andere Aufnahmesession quasi springt. So, hier steht auch schon mal was. Was steht denn hier? L'Île du Temple. Station Le Erupant. So richtig gefühlt ist auch nicht weiter, ne? So, jetzt wieder die Fangfrage. Nach links oder nach rechts? Komm, wir fahren nach links. Ich weiß, ihr hättet euch für das andere entschieden. Sur Fré Avignon. Das macht mir schon mal Mut. Gucken wir einmal auf das Schild vom Kreisverkehr hier, was da gerade war. Na, zurück, 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 zurück. Wo ist es denn? Hallo? Da. So. Also, da geht es auf jeden Fall Richtung Avignon und zu den Inseln von Sorgue. Wer kennt sie nicht? Wo ist überhaupt Avignon? Da war ich schon mal. Da gibt es auch so eine Brücke, das war doch im Süden irgendwo hier. Sur le Pont d'Avignon, da. Und da geht es auch zu den Isla Sorgue. Und das hier. Würde ich mir vorstellen. Weiß ich aber nicht. Aber wir sind schon mal auf jeden Fall in der Nähe hier. Oh! Ich habe nicht gegessen! Ich habe die Zeit verpasst! No! Warum habe ich nicht wenigstens geklickt? Warum? Es wäre. Warum? Ich habe die Zeit nicht beachtet. Das ging aber jetzt echt schnell. Und ich war da doch. Warum habe ich nicht wenigstens. Ich muss immer einmal auf jeden Fall vorher klicken. Das war jetzt sehr peinlich. Aber in meinem Herzen habe ich es gewusst. Aber es lag daran, dass diese Straße so lang war. Deshalb dachte ich, wir wären noch gar nicht so weit. Aber ich habe ewig diese Straße schon verfolgt. Peak Street. Okay, das darf mir nicht normal passieren. Wir nehmen mal schon mal hier sowas. Peak Street. Aber wir haben ein links geparktes Auto. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal im Linksverkehr. Wir können natürlich auf den britischen Jungferninseln sein, klar. Da werde ich jetzt auch nicht mehr drüber wegkommen. Da steht doch was. Oh Mann, das ärgert mich, dass wir das gerade nicht geschafft haben. Da ist ganz viel. Kann man die. Nein, ich will doch die Hauptstraße hier fahren. Nein, lass mich doch diese Hauptstraße fahren. Manchmal ist Google Maps da ein bisschen gnadenlos hier. Kennedy Bridges, Load Limit.
auf jeden Fall Linksverkehr, das wussten wir aber ja schon. Dann glaube ich wieder so rum, oder? Ja. 1 Minute 47. Mann, 0 Punkte, echt so ein Scheiß. Zeit verpasst. Ist eine größere Stadt, aber Eye-Catching Advertising. Das heißt Kilometer. Haben die in Australien Kilometer? Ja, doch Meilen, oder nicht? Neuseeland Kilometer. Gucken wir schon mal auf Neuseeland. Liberty. Und Shell. Dachte mir jetzt natürlich auch nicht so viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht können wir auch mal eine Null-Punkte-Runde machen. Mr. Sale. So thirsty drive-thru. Hier, da ist doch der neuseeländische Stern. Ja, wir sind auf jeden Fall in Neuseeland. So, und das war jetzt in Christchurch, kann man irgendwie. Hier gibt es so Kirchen, habe ich gehört. Das war ein bisschen gemein. Wir sind aber relativ lange durchs Nix gefahren. Und das ist jetzt auch nicht so eine Riesenstadt. Ja, also entweder ist es jetzt im Norden oder im Süden von Neuseeland. Das kostet dann leider schon relativ viele Punkte, kann man nicht anders sagen, aber da kann man mit seinem Wohnwagen hin. Wir sind doch in Australien, haben die Australien-Kilometer. Aber da lernt man immer mehr. Da war aber doch ein australischer Stern. Nicht ein australischer, ein neuseeländischer. Das neuseeländische Kreuz, das ist doch. Ich muss das mal einmal kurz angucken. Ich muss mal ganz kurz euren Bildschirm schwarz machen. Sorry, geht gleich weiter. So. Muss mir jetzt mal einmal ganz kurz angucken. Australien hat das gleiche, ne? Australien hat das in weiß. Ja, Australien hat das in weiß und Neuseeland in rot, ne? Oh Gott, ey, Leute. Ja, Neuseeland hat das in rot und Australien in weiß, diesen Stern. Oh, das wird eine ganz schlechte Runde für mich. Aber jetzt sind wir auch noch mitten im Nirgendwo. 800 Punkte nach 2 Maps. Ah. Wir haben auf jeden Fall wir haben so Streifen am Rand. Das kann einem bestimmt schon sagen, wo wir sind. Ich habe aber keine Ahnung. Ich weiß, die Niederlande haben sowas. Aber das ist offensichtlich nicht die Niederlande. Hier gibt es Elche. Okay. Das schließt ja schon mal relativ viele Länder aus. Die Niederlande zum Beispiel. Das habe ich aber auch wirklich so von Ausstellung. Kann halt Kanada noch sein. Kann Norwegen, Schweden wieder sein. Da war ein Schild. Uke, Landsmarka und Thüri. Landsmarka. Kann halt auch Finnland, aber Finnland hat mehr so Äs vor allen Dingen. Da ist ein schöner See. Landsmarka. Langen. Baderunden kann man hier fahren. Das Sagamön. Landsmarka. Also dieses A heißt eigentlich, dass es Schweden ist. Landsveren. Muss man hier spontan sagen. Kann man auch hier sein. Luvos? Hatten wir nicht Luvos irgendwo? Nee. Lunde nach Lunde oder nach Lang? Wo wollen wir lieber hin? Den Weg fahren wir sicherlich nicht. Vielleicht finden wir noch irgendwie was uns hilft. So ein Schild 180.000 Kilometer bis nach Stockholm würden uns helfen. Aber das wäre ein bisschen sehr weit, glaube ich. Was ist denn jetzt passiert? Sind wir nochmal zurückgefahren? 56 Sekunden noch. Mann, das nervt mich immer noch mit der ersten Sagemühen. Da können wir die Baderunde zu Ende fahren. Nicht irgendwie ein Schild.
schon wieder Sagamön. Okay, wir gucken nochmal nach Sagamön. Vielleicht finden wir ja Sagamön. Aber mehr bringt uns das hier eh nichts, denn... da wird wohl nicht mehr sein zu sehen. Wir sind ja so weit von allem weg. Okay, Minas, Hinweis, Ludwig. Sekunden noch. Was? Also wenn man eine Baderunde fahren kann, dann kann das doch nicht so ein Riesensee sein wie der hier. Wir sind doch in Norwegen. Aber das war doch so ein Arm mit einem Kreis. Habe ich das... Das Arm mit einem Kreis doch eher Norwegen als Schweden. Also Schweden hat Ös, das ist klar. Und Norwegen hat durchgestrichene O's, aber die habe ich halt auch nicht gesehen. Aber offensichtlich haben wir hier auch häufiger so einen Arm mit einem Kreis. Ich kannte das aus dem Schwedischen, aber offensichtlich haben das beide. Alter, wir kriegen ja null Punkte, diese... Also gut, das war jetzt 2800, aber... Oh, das wird ja eine richtige Scheißrunde. Und jetzt sind wir hier irgendwo in der Wüste, oder was? Nigeria Street. Sudan Street. Ja, was denn nu? Ein Straßenname. Der Berliner Straße gibt's auch überall, ne? Wo sind wir denn hier? Ach so. Krieg 17. Wir sind schon mal nicht in Ghana. Das ist eine Deutschlandfahne. Eine Piratenfahne. Da wohnen die Piraten. Sind wir im Somalia? Aber das Zeichen kann ich doch. War das nicht das Zeichen für die WM in Südafrika irgendwie? Das da? Das war das Zeichen für die WM in Südafrika. Oder nicht? Ah. A landline deal with whatever. Wo sind denn PMs? Telekom. Vodacom. We're in the wind. Ja, da sind Südafrika-Flaggen. Okay, also wir sind vermutlich in Südafrika. Hier sind ganz schön viele Kinder rum. Wir können natürlich auch in Lesotho oder so sein. Hier ist allerdings die Ethiopian Church of Christ. Shit, Äthiopien ist ja ganz woanders. Ist ja hier irgendwo, da. Ich glaube, also es gibt ja auch irgendwelche... Also die römische katholische Kirche ist ja auch in Deutschland. In 50 Sekunden noch. Gibt es nicht irgendwas mit einer Internetadresse? Die haben doch hier offensichtlich alle Handys. Muss doch hier irgendwelche Internetadressen geben. Together we move South Africa forward. Ja, also sind wir auf jeden Fall in Südafrika. So, wo können wir denn sein? In Kimberley sind wir bestimmt. Wobei das hier jetzt nicht nach der absoluten Großstadt aussieht. Wobei doch, das sieht nach einer Großstadt aus, wenn ich mir das hier im Hintergrund so angucke. Natürlich auch in so einem Slum. Alter, was ist das denn für eine Stadt? Okay, wir sind in einer großen Stadt. Pretoria, in so einem Slum von Pretoria irgendwo waren wir vielleicht. Ja, waren wir. 22 Kilometer weit weg. Slum von Johannesburg, zwischen Johannesburg und Pretoria. Slum ist jetzt auch ein bisschen heftig, weil das waren ja immerhin nur Häuser, ja. Ich glaube, da gibt es noch ganz andere Sachen. Naja, eine Runde haben wir, glaube ich, noch, aber da haben wir endlich mal Punkte bekommen. Endlich mal ein bisschen Ausgleich hier. Aber ansonsten richtige Scheißrunde für mich. Oh, das mit dem Avion ärgert mich immer noch. Was haben wir denn hier? Mexiko. USA. Das Bahamas oder sowas, Kolumbien, und das kann ich mir sehen, weil das so klein ist. Also auf jeden Fall ist es hier spanischsprachig. 01 wären ja USA.
als Vorwahl. Jetzt sind wir hier in Mexiko nahe der Grenze. Weil es hier sehr grün aussieht für nahe der Grenze. Was ist das gerade? What? Okay. Ja, nett hier. Ich glaube, wir sind in Deutschland. So, naja. Hilft uns jetzt auch nicht viel weiter. Was stand da? Da stand noch ein Schild. Da müssen wir auch gleich nochmal hin. Eben einmal nochmal zu diesem Schild. Kann aber sein, dass da nur steht, Achtung, 60. Aber schon mal km/h. Okay. Aber wir wissen ja eh schon, dass wir spanischreich sind. Also ich tippe aktuell eher auf Mexiko. Weil wir davon auch schon eine Flagge gesehen haben und auch eine USA-Flagge. Curva peligrosa, also Achtung, schwierige Kurve oder sowas. Hilft uns jetzt nicht so richtig weiter. Was steht hier? Ah, ne, ist nur so eine Hütte. Gibt's Coca-Cola? Würde ich die eher schon mal ausschließen? Okuliala, aber das ist auch schon wieder so ein winziges Ding. 3 Kilometer weg heißt halt auch. Hier ist auch grün, ne? Wir sind ja hier schon, das ist schon relativ grün hier. Ich meine, wir können halt auch in Bolivien sein. Aber irgendwas sagt mir halt Mexiko. Kann aber auch völlig falsch sein. Wäre in dieser Runde jetzt nicht so unwahrscheinlich. Hier irgendwo eine Flagge? Agro. In esta casa nacho. Ja, das hilft mir alles nicht. Ist halt Spanisch. Weil Spanisch wird halt in ganz Südamerika gesprochen. Außer Brasilien. Und Französisch Guinea. ja. Ich gehe mit Mexiko. Ja, war richtig. War ein bisschen weiter südlich, aber war von der Herleitung schon mal gar nicht so schlecht, würde ich behaupten. Aber 12. Außenpunkt, oh Gott. Eigentlich nur wegen des ersten. Wenn wir das vernünftig, wir hätten da 4.800 Punkte mindestens gekriegt, wenn ich so grob in die Richtung gedrückt hätte. Das war natürlich auch ärgerlich, aber das war schon mal, oh, der Start war richtig scheiße. Naja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr habt mich vermutlich schlagen können. Herzlichen Glückwunsch. Schreibt aber gerne euer Ergebnis in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr versteht auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts gibt es eine Folge klicken. Und jetzt erstmal von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.